Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein, zwei Missionen hier von Far Harbor erledigt und haben, glaube ich, in der Stadt jetzt alles erledigt. Würde ich jetzt sagen, außer die Leute haben da irgendwie was für uns. Müsste ich mal nachfragen. Sollte ich vielleicht mal machen, ja? Was ist denn mit dir zum Beispiel? Captain? Ich hoffe, Harbor behandelt dich gut. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Frag doch Mitch im Last Plank. Einige Leute am Ende der Docks brauchen vielleicht auch Hilfe. Man nennt sie die Mülltypen. Okay. Ich muss gehen. Bis dann. Die Mülltypen, was du brauchst. Ja, Mitch haben wir schon. Was war mit jemand anderen hier? Nee, Mülltüten, ich meine Mülltüten. Wände der Docks. Hey. Was ist mit dir? Der Kapitänstanz sollte eigentlich nur in Geschichten vorkommen. Okay. Was ist mit dir? Hallo. Hallo. Okay. Irgendwie so Mülltüten. Ich weiß, sie heißen Mülltüten. Ich nenne sie noch gerne so. Ender Docks ist doch ihr. Keine Ahnung, wie ihr. Ja, gut, keine Ahnung, sind wir hier fertig. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber was soll's. Das ist dieser eine Typ, den ich hier wiederbelebt habe, mehr oder weniger. Bei der Arzt. Ist das nur ein Besuch oder plagt dich irgendwas? Nichts hat der. Ist irgendwas? Der Köderladen, wir helfen. Nichts. Gut. Na komm, gehen wir nochmal. Gehen wir nochmal da rein. Und gucken wir mal, vielleicht hat ja jemand was. Vielleicht hat der Fonz irgendwas für uns. Ey. Happy Days oder was? Wie hieß sie denn nochmal? Die Kinder des Atoms sind schuld daran. Tinks macht das doch nicht mit Absicht, Mitch. Ich sag dir, ihr Schwanz ist gemeingefährlich. Weiß sie überhaupt, dass er an ihr befestigt ist? Wenn ich in deiner verfluchten Bar arbeiten soll, dann pass auf, was du sagst. Gut. Wir sind die einzige Bar in der Stadt. Fusen. Hallo. Für den Bauch, willst du einen oder Drink? Für die Nacht? Nein. Was gibt's, Mitch? Ey. Last Plan. Hast du Arbeit? Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel, er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, er ist nicht natürlich. Im Landesinneren warten die Fallsteller, mörderische Halunken. Aber viele verirren sich einfach im Nebel. Zu lange. Ja, der Longfellow hat sich bei mir zu Hause schon wieder beschwert, der den Nebel in den Lungen hat. Dann, im Ödland. Wenn du vernünftig bist, gehst du wieder dahin zurück, von wo du kommst. Und schaust nicht zurück. So gefährlich ist, wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause. Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem, jeder muss mal sterben. Also warum nicht mit einem Messer in der Hand, das tief im Bauch der Beste steckt, die einem Böses getan hat? In dieser Stadt, okay. Kein Interesse. Siedlung. Kein Interesse, geh weg von mir. Du kotzt mich an, Spuck. So, jetzt willst du einen Happen? Dann bestell bei Mitch oder mir. Okay, gehen wir wieder raus. Und gucken mal in Arcadia vielleicht, ob wir da was tun können. Weil hier haben wir schon alles erledigt, anscheinend. Dann gehen wir eben zu den Kindern des Atoms. Sprich nicht mit Bertha. Die ist verrückt. Das
Das kommt irgendwie so komisch rüber, weil das ein kleines Kind ist. Sprich nicht mehr, der ist geistesgestört. Oh, ey. So, okay, ja, das ist, ja. Ja. Wir haben mit Longfellow schon mal eingegangen. Gehen wir mal dahin. Wir haben noch keine Arbeit mehr für mich. Da muss ich irgendwas anderes. Andere Leute suchen, die Arbeit für mich haben. Hallo? Was war das? Ein Text da gespielt. So, da sind Gegner. Plündern nach Fallenstelle. Super. Komm, gehen wir mal da rum. Warum gehe ich den Kämpfen jetzt aus dem Weg? Ich habe keinen Bock, die Waffe zu wechseln. Da müsste ich ja einen anderen Knopf drücken. Na, gehen wir mal hier hoch und snipen die von da oben ab am besten. So. War ich ja schon mal? Ich weiß es nicht. Scheint nicht. Ha. Haben wir schon wieder so viel? Ja, von oben kann man bestimmt jemanden schön abknallen. Warte mal. Nachtsicht. Als weiter. Ja, ich gehe schon wieder vollkommen verkehrt irgendwo hin. Bin ich jetzt überhaupt hingegangen? Bin ich schon wieder hier. Mann! Ich sehe Zeugs. Hey, da war ich doch schon mal. War hier nicht die Bowlingbahn? Okay. Ich dachte, der Bus irgendwie. Hi, na? Komm her. Schlecht. Ist so überpowert, ne? Ist so unmenschlich überpowert. So, ist da ein neues Gebiet? Da ist ein. Ja, da waren wir schon. Teil alles hier schon erkundet, supi. Oder ist er noch nicht erkundet? Sieht irgendwie. Weiß ich nicht. Ist alles in der Nähe schon erkundet. Dreck. Müssen wir in Arcadia gehen. Ja, vielleicht kann ich an den Dingen irgendwas machen, an den Schrein und was weiß ich. Ja, stimmt, hier war jemand am Beten irgendwo, ne? Na, oben war da, okay, ja. Ist doch kein Ort, den ich noch nicht erkundet habe. Ja, so, dann gehen wir mal zu denen. Ich nur mal anmerken, die haben mich die ganze Zeit immer abgeknallt. Im Ödland. Warum soll ich zu ihnen hingehen? Ich den anschließen wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Hallo. Nebelhuhn. Mein Gott, kommt her. Die Technologie der Bruderschaft ist beeindruckend. Ich sollte sie näher untersuchen. Wie kommst du auf hier mal auf dieses Thema? Was mit einem verdammten Schlagstock? Ups. Ich dachte, ich muss den noch ein bisschen anschlagen, damit ich was von denen sammeln kann. So, ja, Atomköpfe. Lasst mich rein, ich passe perfekt zu euch. Ich habe einen Mini-Atom-Bombenwerfer.
Ganze 6 Atombomben. Oder 8, glaube ich, wirft. Ich bin sowas wie ein Supergott. Also mein da. Ist der auch eine Siedlung oder ist das? Als ob, jetzt kann ich da nicht rein, weil ich mich. Weil ich irgendwie den Leuten in der Stadt oder so geholfen habe oder irgendwie sowas. Ja, bis hierhin waren wir. Dann gehen wir mal da rein. Nachdem wir erstmal hier alles erkundet haben. Das sieht schon hier so überall nach Kampf aus. Warum ist hier draußen niemand? Sieht aus, als könnte hier draußen jemand rumlaufen, aber irgendwie verstecken sich alle. Ja, hier sieht alles aus wie eine Siedlung. Na. Okay, hier draußen ist nichts. Dann gehen wir da rein. Wir müssen auch mal hier irgendwann weiterkommen. Komm ich nochmal da. Gut, jetzt gehe ich da rein und alle schlitzen mich ab, ne? So läuft das doch jetzt hier. Arcadia. Na gut. Macht mir einen halbwegs normalen Eindruck hier, die eine Person, die wir getroffen haben. Alle anderen nicht. Im Ödland. Und wir sind die nicht so wie Dingens hier, wie in dem einen Addon aus Fallout 3. Ich will nämlich nicht, dass die ein Stück von meinem Gehirn wieder ausschneiden. Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Sünds von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Ist ein Entführer? Ach ja, da war ja noch was. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi Nakano zu... Stimmt ja, wir sind ja mit dem Ziel hingekommen. Habe ich schon ganz vergessen. Die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Ja, ich war total konzentriert auf meinen Auftrag. Gut, und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kazumi ein Zimt ist? Ich glaube, sie glaubt, dass sie ein Zimt ist. Wer oder was sie ist, ist unwichtig. Doch ist es. Sehr sogar. Stell dir vor, du würdest deine Hände ansehen und dich fragen, habe ich die von Geburt an oder wurden sie produziert? Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben. Ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kazumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, willst du ein Zünd? Woher soll ich das wissen? Sarkastisch. Nein, aber wenn ich die Augen zusammenkneife, sehe ich im Spiegel irgendwie anders aus. Wenn ich das ausprobiere, ändert sich eigentlich nichts. Es scheint vielleicht... Das ist eine Anspielung daran... Das ist eine Anspielung an die Charaktererstellung vom allerersten Pfad. Okay, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Der Tag, an dem die Bomben fielen. Ich weiß noch. Ich war in meinem Haus, als die Bomben fielen. Wir rannten zum Wort, wurden eingefroren. Nur ich habe überlebt. Und davor war nichts.
Nur ein einziger Tag, dann wachst du alleine auf. Wir nehmen die gegebenen Dinge schnell als wahr hin. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich war noch nicht davor. In der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen. Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben. Er bricht irgendwie die Fourth Wall. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche dir, wir akzeptieren dich ganz gleich, wofür du dich entscheidest. Ich habe genug gehört. Wo ist Kazumi Nakano? Natürlich. Kazumi arbeitet normalerweise unten. Du kannst sie jederzeit sehen. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern Faraday und Chase vor. Brauchst du sonst noch was, bevor du gehst? Ich gehöre zur Bruderschaft. Ich gehöre zur Railroad. Was ist deine Geschichte? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Ja. Ich sollte losgehen. Aber sicher. Du hast dich nicht lange da drin. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. Okay. Ich will den auch Mission machen. Hi. Na? Ich hatte schon genug mit den Reparaturen zu tun, bevor dieser Blödsinn mit den Atomspinnen losging. Um sie musst du dir keine Gedanken machen. Es geht nicht um sie. Ich sorge mich um dich, Dima. Sind gar nicht die Atomtypen hier. Schon gar nicht auf einmal. Liebster Faraday, ganz ruhig. Alles wird fällt mir jetzt erst auf. Wir sind ja gar nicht Kinder des Atoms. Der Typ bricht irgendwie die Fourth Wall. Natürlich weiß ich noch nicht, was vor dem Tag passiert ist, als die Bomben gefallen sind. Weil das Spiel hat noch nicht da das Spiel hat erst gerade da angefangen, als die Bomben gefallen sind, ist auch klar. Der Typ macht voll die Meta-Anspielungen. So, ich soll mit Dingens und Dingens reden, Faraday und Chase. Was geht? Du weißt, wieso wir hier sind. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Es lohnt sich, für Dimas Vision zu kämpfen. Du hast recht, das ist eine gute Sache. Zins haben das Recht, in Sicherheit zu leben, so wie jeder andere auch. Es freut mich, das zu hören. Sehr ermutigend. Bitte erzähl auch Dima von deinen Ansichten. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Du erledigst diese ganze Arbeit allein? Zum Großteil ja. Ich lasse mir von den anderen helfen, wenn möglich, aber niemand versteht Dima so gut wie ich. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gebe etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Schiff Bergheim. Okay, was ist passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Immerhin ist die Insel gefährlich, aber ich könnte die Ersatzteile wirklich gebrauchen. Also, wirst du sie suchen? Klar, Faraday. Ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Na gut. Dann Wiederherstellung. Na, wo ist die dritte Person hier? Du hast Kazumi hierher verfolgt. Beeindruckt. Er redet hier mit mir.
So, hallo. Hi. Du hast Kasumi hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Ich habe überall in der Gegend Kontakte. Einige aus meiner Zeit beim Institut, einige aus der Zeit danach. Ich kenne die Taktiken des Instituts. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwie, habe ich das Gefühl, selbst wenn ich irgendwie so Überredungen schaffe, dass ich nicht genug Informationen bekomme. Wenn du einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Gut, ich höre. Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm. Ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaba reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Okay. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Okay. Sprich mit Brooks. Was ist hier? Mann, da ist Kasumi. Oh, und wir haben wieder ein paar Dinger hier zur Auswahl. Sehr gut. Gibt es hier irgendwelche Magazine oder so? Wäre doch mal geil. Aber anscheinend nicht, ne? Ja. Na gut. Nach Kasumi schauen wir aber dann in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4, würde ich sagen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.